ich war fasziniert, als ich das erste Mal, muss ich gestehen, die Ergebnisse, die zur Heilerde vorliegen, unter wissenschaftlicher Betrachtung mit Kollegen besprechen durfte. Und um eine kritische Masse an Gedanken dazu zu sammeln, haben wir uns in diesem internationalen Symposium hier getroffen, mit Kollegen aus verschiedenen Ländern, aus Russland sogar, aus den baltischen Staaten, aus Kroatien, Ungarn, weil natürlich in diesen Ländern sehr unterschiedliche Gesundheitssysteme praktiziert werden, aber wir im Grunde mit den gleichen Problemen bei Patienten zu tun haben, die an ganz häufigen Erkrankungen wie eben der Refluxkrankheit in der Speiseröhre, den sogenannten funktionellen Erkrankungen im gesamten Verdauungstrakt zu tun haben. Und wir sind ständig auf der Suche nach Mitteln, die bei diesen Patienten eine Abhilfe leisten können. Und die Heilerde hat nun mal eine sehr lange, auch zu unserem großen Erstaunen, aber was wir als Lerneffekt hier mitnehmen, Tradition, die es geschafft hat, aufgrund von doch Millionen Menschen, die inzwischen diese Therapie für sich eingenommen haben und gute Ergebnisse berichten, auch mal kritisch unter die Lupe zu nehmen. Und ich denke, dass wir eine ganze Reihe von Anregungen mitnehmen. Since I'm gastroenterologist and since I'm treating a lot of patients with functional bowel disease, that could be the way to go, that could be one of the treatment options that many patients could benefit. I think that it was useful symposium in the time when we have a big problem with gastrointestinal reflux disease, and I think that Healing F products have perspective in this area, but of course we need to do clinical trials. Wir haben heute ein Treffen mit international renommierten Wissenschaftlern hier gehabt, um gemeinsam zu überlegen, wie man weitere Studien mit unserem Produkt Luvas Heilerde durchführen kann. Millionen von Menschen nutzen Luvas Heilerde und wir kriegen immer wieder die Rückmeldung, wie begeistert sie sind von den Erfolgen bei der Behandlung. Ich fand das Symposium sehr interessant. Ich finde die Überlegung von Frau Kästner, dass man das Produkt noch wissenschaftlich besser untermauern sollte, wirklich wichtig, damit wir auch diese wunderbare Heilerde in Zukunft haben. Ich bin sehr froh, dass wir heute hier unsere Studie über Histaminintoleranz vorstellen konnten. Das Symposium bringt uns insofern sehr viel, als die Heilerde wirklich als Arzneimittel große Anerkennung findet. Das ist ein ausgesprochen interessanter Kongress, weil die Wirkung und Wirkungsmechanismen der Heilerde, der Schulmedizin auf nationaler und internationaler Ebene nahegebracht werden. Das Verständnis für diese Substanzen steigt und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Prozess, gerade in einer Zeit, wo über alternative Therapiemöglichkeiten nachgedacht wird. Ich glaube, wir wissen nicht alles, aber wir wissen eine ganze Menge. Ich habe heute sicher auch noch dazugelernt, was die Heilerde alles so macht. Wenn man im oberen Verdauungstrakt anfängt, enorme Säurebindungskapazität. Und wenn man irgendwo sagt, Säure ist zwar nicht die Ursache der Refluxkrankheit, ist aber das, was die Beschwerden bei den meisten Patienten auslöst, dann ist das ein sinnvolles Therapieprinzip. Wie schade, dass Adolf Just heute an diesem Tag nicht dabei sein konnte. Mein Urgroßvater hätte seine helle Freude daran gehabt, dass sich diese renommierten Wissenschaftler für seine Heilerde interessiert haben.
Well, this was a very exciting meeting. What we learned is that this product is safe, has been used for a long period of time, but has benefited many, many people. There is some evidence based on observation that it works on a mechanistic way for several different conditions that patients suffer. These conditions need to be examined in great depth. To do it in a controlled clinical trial would be ideal. Also der Kongress war einfach ein einziger Erfolg. Die Leute kamen von weit her, sie haben tolle Ideen mitgebracht, wir haben uns wissenschaftlich auf höchster Ebene ausgetauscht und ich würde sagen, wir gehen sehr zufrieden und mit vielen neuen Ideen von hier fort. Dieses Treffen, das war wirklich fantastisch mit diesen renommierten Wissenschaftlern. Ich denke, in einem Jahr werden wir uns hier wiedersehen und vielleicht schon erste Ergebnisse präsentieren können.